ist es zu dieser Verschuldung gekommen? Wenn wir da schauen, diese Entwicklung der Staatsschulden von 1970 bis 2009 jetzt einmal von der Statistik der Deutschen Bundesbank und Österreichischen Nationalbank, also wo das Rote, das ist der österreichische Anteil, allein die Zinszahlungen sind, die der Staat Österreich zu zahlen hat, und das Weiße hier die Schuld, also so die Tilgung. Ja. Und im Verhältnis sind die Zinsen viel größer an der Rückzahlung als wie die Tilgung. Ja. Mhm. Also so ein paar Fragen, wie sind diese Schulden entstanden, was hat dazu geführt? Ja. Damit man das einmal versteht. Klassischerweise hast du so, weil du das angesprochen hast mit den Banken, dass eigentlich sowas in Argentinien, sowas bei anderen Staatsbankrotten, dass du 1 bis 2 Jahre nach der Bankenkrise, wenn dann diese Banken durch den Staat gerettet werden, dann die Staatskrise kommt. Alle Staaten haben sich verschuldet. Alle Staaten im Westen geben eigentlich permanent, also Ausnahme Schweiz, aber eigentlich die ganzen Staaten, die wir sprechen, geben eigentlich permanent mehr Geld aus, als sie einnehmen. Das heißt, sie nehmen jedes Monat, haben sie eine Netto-Kredit-Neuaufnahme. Ja? Das heißt, sie brauchen jedes Monat Geld einmal, um diese Mehrausgaben zu finanzieren. Und zusätzlich kommt dann der Faktor, dass sie immer wieder ihre Schulden bedienen müssen. Also ein Staat verschuldet sich über Anleihen. Das heißt, das ist so wie ein Sparbuch mit einem fixen Zinssatz, mit einer fixen Laufzeit und mit einem fixen Betrag. Mhm. Also die klassische Anleihe ist vielleicht 30 Jahre oder 10 Jahre 1.000 Euro zu einem festen Zinssatz. Das heißt, ich kaufe mir das Papier, das heißt auch lustigerweise Schatzschein, obwohl es eigentlich ein Schuldschein ist. Also in Deutschland heißen sie Schatzscheine, in Amerika auch Treasuries, also eigentlich ist es ein Schuldpapier, ja, so wie wenn jemand einen Kredit hat, aber er nennt es irgendwie Schatzschein. Ne? Das ist auch eine schöne Verkehrung der Sprache, weil es hat eigentlich mit Schatz nichts zu tun. Also wenn ich jetzt ein Vorsorgemodell habe, oder die Unternehmen müssen ja zum Teil diese Vorsorgen machen, dass ich in eine Pensionskasse, ja, die wieder das Geld, das mir automatisch zum Beispiel als Arbeitnehmerin abgezogen wird von meinem Gehalt und in eine Pensionskasse fließt, diese Pensionskasse nimmt das Geld und kauft sich zum Beispiel Staatsanleihen. Ja, sie kann sie nicht in den Keller legen, da wird es nicht mehr. Ne? Sie muss es auch irgendwo investieren und deswegen ist sie auf der Suche nach Leuten, die sich das unbedingt ausborgen wollen. Ne? Und deswegen ist es halt sozusagen, war jetzt 10 Jahre lang, seit es den Euro gibt, war Griechenland ein Segen für die ganzen Sparer und für die ganzen Versicherungen, weil sie jemanden gehabt haben, der gesagt hat, her mit dem Geld. Ne? Ja. Ich zahle euch Zinsen dafür, gibt's mal. Das heißt aber, eigentlich haben die dann ja sehr wohl zwar diese Schatz- oder Schuldscheine, wie immer wir sie nennen, jetzt Schuldscheine, in ihren Büchern und haben ja dafür sehr wohl jährlich ihre Zinsen bekommen. Genau, ja. Ja? Die Staaten ja gezahlt haben. Mhm. Bis die Staaten nicht mehr in der Lage waren und sind, sogar die Zinsen zu bezahlen. Ja, genau. Ja? Das wäre noch wichtig, zum Beispiel das, was damals im Mai 2010 mit Griechenland passiert ist. Und das, was jetzt mit Italien passiert gerade, ja, ist sozusagen, dass der eine oder andere, das ist genauso wie beim Häusermarkt, ja, die Preise steigen jedes Jahr an na, und irgendwann einmal geht irgendwo einer in eine Wohnung und sagt, 500.000 Euro, das ist Wahnsinn und der Nächste und immer mehr. Na, und dann geht das nicht mehr weiter. Und genauso bei Griechenland jetzt zum Beispiel hat irgendjemand gesagt, also 120% vom BIP, oder jetzt, das ist Wahnsinn, das können sie nicht mehr zurückzahlen. 120% Staatsverschuldung. Genau. Ja. Das können die nicht mehr. Von der Gesamtwirtschaftsleistung. Genau, das können die nicht mehr zurückzahlen. Und dann hat es ein zweiter und ein dritter und ein vierter. Erkannt. Erkannt, sozusagen. Und benannt. Genau. Und dann
entsteht das, was dann sozusagen so gern von den Märkten als irrationale Panik, also was gerne, wo man den Markt mit einer irrationalen Panik beschreibt, ne? Die Irrationalität der Märkte, die Spekulanten oder so, ja? Mhm. Nur es ist eigentlich sehr rational. Es ist genauso wie in einem Theater, wenn es jetzt brennt, und es ist völlig rational, dass man versucht, irgendwie rauszukommen. Ja? Mhm. Panik ist natürlich dann, weil das so eine enge Öse ist, ja? Und alle halt hinaus wollen. Aber es ist eigentlich rational, dass die Leute aus dem brennenden Raum entkommen wollen. Ja? Es ist, wird halt nur als Panik bezeichnet, und dann wird dem oft was Irrationales konnotiert. Und genauso ist das bei den Märkten. Wenn das jetzt beginnt, dass gewisse Marktteilnehmer, ja, zum Beispiel ein Fonds in Hongkong sagt, ich glaube nicht mehr, ich kaufe das nicht mehr. Ja. Ein amerikanischer Fonds sagt, ich kaufe das nicht mehr, warte, ich verkaufe es lieber. Ja. Weil dann ist es nämlich so, jetzt beginnen die Zinsen zu steigen. Ja. Weil Griechenland möchte jetzt wieder ein paar Milliarden platzieren. Ja, dann haben wir diese Auktion. Oder Italien hat jetzt platziert gestern. Genau, und zahlt fast 8%. Ich frage mich, ja, wo ist die Rationalität, wenn jeder schon weiß, dass Italien auch am Bankrott ist, ja? Mit ja, einer Staatsverschuldung. Wie kann ich dann noch real glauben, dass Italien jetzt bei dreijährigen Staatsanleihen, so wie gestern angeboten, fast 8% Zinsendienst überhaupt noch zahlen kann? Ja, was ist jetzt das Interesse? Ja. Wo ist das? Nein, aber die haben das teilweise nicht gewusst. Wie kann man das nachvollziehen? Du, die haben das, ich meine, ich spreche, glaube ich, über die Krise seit 5, 6 Jahren, aber ja, das hat ja niemand gesehen.